Hallo, liebe Freunde des Panzersports. Wir sehen uns wieder zum Tankfest Showcase. Die sind wir bei Stufe 8 angelangt, wo es erstaunlicherweise nur drei Teilnehmer gibt. Und ich habe wieder zwei Mitspieler mitgebracht. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag. Hallo. So, dann hoffen wir mal, dass das wieder so gut klappt wie bei der letzten Runde. Denn da hatten wir ja durchaus ein paar gute Ergebnisse. Ah, zu dritt im Zug fahren, das kann sich halt schon lohnen. Ja, was hat sich das Panzermuseum ausgesagt? Ja, ein Centurion ist natürlich dabei. Und die anderen beiden, zumindest einer von beiden, hat mich überrascht, dass es die tatsächlich gibt in echt und dass er im Panzermuseum steht. Aber das sehen wir dann gleich. Ja, Centurion, ich hatte schon häufiger mal drüber gesprochen. Absolut ein Klassiker. Ich finde den immer noch sehr stark. Da gibt es fünf Premium-Varianten, die alle den Nachteil haben, dass es die Technik-Variante gibt, der fast genauso gut ist oder besser. Der einzige, der da rausstarkt, ist wirklich der Centurion 5.1. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ich Geld ausgeben sollte für einen der Premium-Varianten, weil ich den Tech-Tree dann fahren würde. Aber gut sind die alle. Spielen kann man die alle. 5.1 ist dann auch Ja, mein genau. Haben Favorit. halt so kleine Sachen, die anders sind, aber Ja, nichts ich glaube, Weltbewegendes, dass man das Sichtweite. nennenswert Nee, merken DPM. würde. Genau. Ja. Ich würde tatsächlich zum Hügel fahren. Das ist vorhin schon mal schief gegangen, als ich einfach so auf den Hügel gebrettert bin. Aber erstmal gucken, dass wir wenigstens Präsenz zeigen. Na, trotz Adi? Ja. Oder habt ihr einen anderen Vorschlag? Könnten wir auch Ja, das nee, ich Weiße? sehe das schon gut. Ich Okay. sehe hier nur den einen T32. Oh, guck mal, hier Tiger noch Sock. Die Nicht einzige Option, drängeln, die ich bitte. vielleicht sehe, ist der Primo Victoria, weil man damit die schwedische Crew leveln kann, vielleicht. Ja, das ist immer. Da sind die Premium-Panzer besser. Und Weil wie bei den gesagt, Schweden kleine ist es dann doch Unterschiede dünn gibt es ist. schon. Aber ein Ja. Primo Victoria jetzt kaufen, wenn ich, sagen wir mal, für den Fall, dass ich vielleicht schon einen anderen schwedischen Co-Trainer habe, das lohnt sich nicht. Natürlich. Natürlich. Dazu sind die sich zu ähnlich. Jo. Heißt ja nicht, dass man da nicht Favoriten haben kann, die habe ich auch. 52 getrackt. Centi. Ja, gucken wir mal, ob Centi ist mit. Na, steht. Centi noch, braucht noch ein bisschen was. Und der Spielverderber der war vorbei. Das zwar wegen. Ja, jetzt will der nächste Spielverderber. Trackshot. Ja. 2 Sekunden. Sehr schön. Das waren zwei auf einmal. Ich hätte vielleicht den Panzer ansagen sollen, wenn ich schon sage, dass ich noch 2 Sekunden schieße. So, auf der Insel ist auch schon jemand. Ich guck mal, ob ich das nicht machen kann, was der T32 gerade versucht hat. Nein, kann ich nicht. Auf der Insel ist auch schon jemand. Das ist ein Problem, Achtung, Thorsten. Ja, ein Jesus hinten. Ja, ich geh drauf. Hab Jesus, fokus mich. Ja. Würde ich sagen, Jesus ist leer, aber. Ja, ich würde Ist mich ja mal hier nichts. zurückziehen, ne? Ja. Die beiden da hinten, das ist zu heftig. Und wir haben da auch schon ein Medium auf der rechten Seite. Ja, das sieht ja wieder cool aus hier. Also, unser Team hat wieder alles gerissen. Ja, ich guck mal Richtung dem Medium. Ja. Sag mal Bescheid, wenn du bei dem Hilfe brauchst, sonst komme ich dann gerade rum. Ansonsten würde ich hier gerne Ich mal bin weiter halt spotten. One-Shot für den. Das heißt, wenn er mich einmal Okay, pennt, ich komme. dann. Aber noch schießt er nie irgendwo. Steht. Wir waren hier die Leute hinter uns. Das ist gar nichts mehr. Ja.
übrigens jetzt der 10. Schuss, den ich an den vorbei finde. Das ist ja heute nicht so gut gelaufen. Jetzt kommen wir mal ein paar Treffer an. Hat er noch geschafft! Habe ich falsch verschätzt. Habe ich mich falsch verschätzt. Dass du länger brauchst. Ach, jetzt kommt er. Naja, ein bisschen spät, aber... 5:8 sieht nicht so gut aus, aber ich meine, am Zentrum hat sich gelegen. Wenn dann an uns, vielleicht, aber nicht am Panzer. Am Giso hat es gelegen. Ja, der ist da zur richtigen Zeit vorgefahren, ja. Das war sehr ärgerlich. Ich habe den Sitz zwar dann gesehen. Ich hätte vielleicht gleich was sagen sollen. Oder lauter. Aber der hat einem da ordentlich das Spiel versaut, das stimmt schon. Ja, das kann er gut. Ich finde ihn gar nicht so übermäßig stark, aber wenn man am falschen Ende von dem Panzer sitzt, das ist schon unangenehm. Ja, ich meine, das hätte auch jeder Panzer sein können. Also, sobald da ein Achter steht. Ja. Mit Clip halt, ne? Ja. Ja. Auch jetzt, ohne. Arbeitet der dich runter. Ja, das stimmt. Ja, der Dings hat ja vorher auch schon da rüber geschossen. Der Typ 59. So, jetzt kommt der Centennial. Auf der Liste steht der Chieftain T von 90. Das ist aber hier der gleiche. Der T von 90 hat noch... Moment, ich gehe nochmal kurz raus. Der hat noch die Sandsäcke als Schottpanzerung. Hier kann man es sehen. Das ist natürlich auf jeden Fall noch ein Vorteil. Außerdem finde ich, dass er ziemlich cool aussieht. Den Centennial gab es zu Anfang mal 100 Jahre, steht auf dem Rohr. 100 Jahre, glaube ich, nach der ersten Panzerschlacht. Zusammen mit der Karte Tiefallgrad ist der eingeführt worden oder kurz davor. Da konnte man sich den spielen. Habe ich damals noch nicht gemacht, weil ich keine britischen Panzer hatte, wenn ich mich recht erinnere. Man brauchte, glaube ich, britische Panzer, um die Punkte zu machen. Oder man muss an diesem speziellen Modus teilnehmen. Ich weiß nicht, hattet ihr das mal gespielt, wo man die Mark 1 gefahren ist mit dem Flammenwerfer? Das habe ich knapp verpasst, da habe ich nicht gespielt. Ja. Also ich hab das mal kurz angespielt, aber es war nichts für mich. Und den Panzer mir zu erspielen, das lag mir noch nicht so am Herzen. Deswegen habe ich den damals nicht gekriegt, aber den Centennial gab es inzwischen auch schon zweimal zu kaufen. Ja. Und zwar hatte ich den T95, hatte ich zwar schon, aber dann habe ich doch mal zugeschlagen. Ja, und wir sind wieder Top-Tier. Keine Ahnung. Will einer G5? Hat eine, kann einer gut spotten? Ja, können wir. Ja, im Zweifel ist für Tandy. Wobei der Tarnwert von Tandys Panzer, der ist ein bisschen schlechter, weil da gibt es immer so viele Reflexionen auf seinem Kanonenrohr oder an der einen Stelle. Kein Scout halt, ne? Deshalb einer vielleicht da... Ja, das, also Pershing-Sichtweite ist schon okay. Ich kann das auch machen. Das bin nicht ich. Das ist Kevin mit dem Pershing. Ach so, verdammt. Ich habe jetzt nur Pershing gesehen und gedacht, das ist ja deiner. Das ist spontan. Deswegen auch der Spruch mit der blitzenden Stelle. Nee, das ist Kevin, der. Ja, das der ist natürlich nicht so weit. Ungewöhnlich, dass jemand Pershing fährt und das nicht du bist. Dafür bin ich zu schlecht. Ach, der ist ein geiler Panzer. Kevin, du bist hier das. Der Scout. Ja, kein Problem. Können wir die unterstützen? Da sind ein paar Power Creep Generationen schon dran vorbeigegangen, aber ich hätte früher echt mal gesagt, Pershing, bester Achter im Spiel. Bester Achter Medium im Spiel, so, um genau zu sein. Ich finde ihn schon geil. Halt so ein Jack of all trades, also der kann quasi vieles. Ja. Gerade gegen Scouts zum Beispiel war der stark. Weil er die sehen konnte und. Sehr effektiv bekämpfen konnte. Ja, der steht gut da. Lauf. Die hat mich aufgemacht. Oh Gott. Weg ist das ja. Motherland links. Vorsicht. Ah, ich bin schon schwer zu pennen aus der Entfernung. Der Fisching scheiße. Ja,
Leute, Madeline weiß jetzt, wo er mich zu treffen hat. Wir können auch rüber pushen, ne? Ja, wäre vielleicht ganz gut. Dann abwarten. Dann können wir den Madeline beschießen und dann. Ja. Ich gebe euch Deckung. Nee. Egal. Den hattest du gar nicht gesehen. Nee. Welchen dann zuerst? Zuerst den TD? Ja. Ja. Bleib doch erstmal stehen hier. Eine Zoom wieder auch noch. Ah, ganz schlecht hier. Ganz schlechte Aktion, Leute. Ganz ehrlich. Nee. Das war nicht gut. Den Diamondback hatte ich nie auf dem Schirm. Der war off, sorry. Ich hätte vielleicht was gesagt, aber ich hätte die Vorzeige gesehen, natürlich. Ach. Ich dachte, wir würden da in so ein leeres Mistchen reinrutschen. 11 zu 9 immerhin. Unser Off hat den Sieg erst möglich gemacht, ihr wisst doch. Ja. Das sowieso. Und einer lebt ja noch. Ach Gott, auch das noch. Der Amerikaner hat sich ja feige vor dem Kampf gedrückt. Oder auch so, ja. Ja, und das kann der Mann nicht so gut. Haben wir den eigentlich rausgekriegt, den Diamond Cat? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Achso, du hast ja keine Tarnung mehr dann. Auch die Zoo war nicht. Hat nicht mehr gelebt. Alter, war das gerade ein Blindschuss? Ja. Nice, muss ich ja sagen. Jetzt kann er die, glaube ich, nicht mehr kriegen. Ach, fuck, aber irgendjemand kann ich kriegen, aber Shaker. Mechanic? Der Heavy ist da auch noch, glaube ich. Ja, Kevin. Okay, das doch noch nicht. Der Heavy ist zwar nur ein Lutil, aber den Spieler kenne ich. Und der wartet wahrscheinlich jetzt nur auf dich. Das ist ja nicht schlimm. Oh! Ach, M6. Okay. Sag ich doch. Aber den Jagdpanzer 4 dachte ich, den nehme ich noch mit. Ja, nee, war auch wichtiger vom Panzer auf jeden Fall. Oh, naja. Gut, schade. Haben wir teilweise gut gespielt. Diamondback war natürlich eklig da. Ich weiß auch nicht, was der da wollte eigentlich. Also ich dachte, der pusht weiter und dann hatte ich ihn auch irgendwie kurz nicht mehr auf dem Schirm gehabt. In der Sekunde, als er jemand gesagt hat, lass uns mal durchpushen, habe ich da nicht mehr dran gedacht, der war schon zu spät. Und dann kam noch eine ISO dazu. So, wir haben noch einen. Sind die Achter auch schon rum? Nämlich den guten alten Tiger 2. Ja, also den beim T95 hätte ich gesagt, genau, ich habe es vorhin kurz erwähnt. Beim T95 hätte ich gedacht, das ist ein reiner Fantasiepanzer. Also Chieftain T95. Aber den gibt es offenbar wirklich. Die anderen beiden sind natürlich irgendwie, keine Ahnung, Top 10 der bekanntesten Panzer aller Zeiten. Mit Sicherheit. Ja, so sieht das gut aus. Ist ja der einen russischen Medium-Reihe, als ich die mal vorgestellt hatte. Das ist, glaube ich, wirklich der häufigste und der zweithäufigst gebauteste Panzer der Weltgeschichte. Und ich weiß gar nicht, welcher vorne liegt. T-34 und T-54. Weiß gar nicht, welcher da vorne liegt. Sind beide irgendwie 50.000 Mal gebaut worden oder so. Wenn du alle Varianten mitzählst. So, was machen die Tiger 2 jetzt hier? Ja, leider ein 10er Spiel. Vorschläge? Ja, Mitte, ne? Okay. Ja, da will ich auch gleich mal Skill-Munition laden. Ja, und auch so Sachen, wo ich gerade den Arnie sehe im Gegnerteam. Der ist hier bestimmt auch aus rein spielerischen Gründen zum 10er gemacht worden. Und es lag gar nicht daran, dass wir für einen 10er mehr Gold kassieren können als für einen 8er. Damit nichts zu tun hat. Nein, nein. Wir wollten ein paar mehr 10er ins Spiel reinbringen. Ja, gibt zu wenig 10er Premiums. Gibt auch zu wenig 8er Premiums. Na gut, so gesehen.
Schade. Das recht schlecht besetzt hier. Das FV ist aber oben. T58, da wird er auch nicht lange alleine stehen, wenn da mehr als einer im gegnerischen Team ist. Ah, jetzt kommt er von hinten. Es gibt auch einen Safe. Jawohl. Und Shot. Fix him. Ah, den 4000 will ich sehen, bevor ich davor fahre. Ganz ehrlich. AT. Schön verstecken. Kann der mal im Sidescript, ja. Kann der mal im Sidescript vorfahren, dann kriegt mit der 4005 bestimmt nicht. Ja, das freut mich aber mit Morochi, wenn ich sowas wie Morochi fahre, dass die Leute gegen mich Zeit scrollen. Die macht das offenbar nicht so viel aus. Ne. Sorry. Und hier kommt man nicht hoch, ne? Sagen wir schon, bevor du vorfährst. Naja, ich will nur halten. Du kannst mich hier hochschieben. Das ist mir zu viel Ampel. Oh. Hallo, Iron Arnie. Oh, ich werde gepusht. Ah, du hast die kleine Kanone. Okay. Und der nächste kommt. Nächster Kunde. Kunde. Hallo. Kann jetzt mitten noch nicht. Das ist der 435. Ja, er weiß, was von hinten kommt. Nichts von hinten, was er schießen könnte, oder? Na doch, ein bisschen was wenigstens. Meinst du, fühlt sich hier wohler? Achso, alles klar. Ich wollte gerade sagen, fühlt sich hier wohler als vor dem anderen an. Und dann fahre ich mal wieder an meine Position, wo ich eben war. Da gucken wir mal, was da an der Lücke steht. Nee. Steht da noch ein VZ. Jetzt auch nicht die Gegner, auf die ich Lust habe, ne? Na, ich bin noch voll, also. Aber Lust hätte ich ja nicht. Jawohl. Jawohl. Lass uns sogar nochmal in meinen Spot schauen. Und jetzt ist der One-Shot für mich. Alles klar, sehr gut. Jetzt fahre ich hoch. Du bist doch schon oben. Mensch, jetzt was gesagt. Alles gut. Ich hab schon das Spiel hier verpasst. Ich wollte dem T58 dann nicht alleine hochfahren lassen. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab gerade hier so auf die Mitte geguckt. Die rechte Seite und die Mitte. Die linke Seite. Haben die noch die. Ah, die haben noch diese beiden Sniper, ne? Guck mal, ich habe gesehen, dass ich das über das Fenster crossen kann. Ja. Ich würde gerne wissen, wo der VZ hingefahren ist. Ja. Nee. Ja, da unten ist der VZ.
der VZ ist wieder hochgefahren tatsächlich. Ah, scheiße. Ja, hab ich jetzt auch gedacht. Ehrlich gesagt, habe ich nicht so genau drauf geachtet. Ah! So nicht pro Ghetto, ne? Bin immer noch voll. Ich push den jetzt. Kommt nicht da hoch irgendwie? Ich habe gesagt, man kommt von dieser Seite hier hoch, aber ich weiß gar nicht, ob ich da hochkomme. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich bin auch nicht so ein Mittelfahrer, so ein großer, dass ich die Stelle so gut kenne. Aber er stimmt vorher, glaube ich. Ich komme auf jeden Fall runter. Ja, zieht er mal. Jawohl. Ja! Bis auf Tendys Jodelaktion haben die Ticker 2 ja gut gearbeitet. Hat sich für den E5 weggetroffen. Ja, gut, stimmt. Jo, du bist auch ganz oben auf dem Treppchen. Wunderbar, das ist der Tiger 2. Der funktioniert. Der hat doch schon vorher funktioniert und natürlich seit dem Buff funktioniert er noch besser. Hat jetzt gerade mal meine eigenen Hitpoints rausgeschossen, aber das sind immer noch 1700 Hitpoints, die man rausschießen muss im 10er-Spiel. Ja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.